Melden Sie seiner königlichen Hoheit, das Kabinett bittet um eine sofortige Unterredung. Exzellenz, wollen verzeihen, aber seine königliche Hoheit haben sich bereits zu Bett begeben. Das Kabinett bittet seine königliche Hoheit, seine musikalischen Exerzitien auf ein paar Augenblicke zu unterbrechen. Führen Sie die Herren im Spiegelsaal. Verzeihung, die Minister warten in der Halle. Les ministres, toujours les ministres. Dites ainsi, monsieur. Après minuit, c'est moi qui règne. Was ist denn los? Verzeihung, Hoheit, die Minister warten in der Halle. Und was geschieht, wenn er sich weigert? So weit darf es gar nicht kommen. Man muss ihn überrumpeln. Nein, ich halte es für vernünftiger. Einer von uns bringt es ihm schonend bei. Ja, ja, ich verstehe, dass es in den Contre-Cœur geht. Aber trotzdem, einer von uns muss wohl das peinliche Amt übernehmen. Einer muss es wohl übernehmen. Ja, einer muss es übernehmen. Ja, also bitte entscheiden Sie sich. Wir müssen kurzen Prozess machen. Apropos Prozess. Prozesse gehören ja in das Ressort des Justizministeriums. Also wird der Herr Justizminister für uns alle das Wort ergreifen. Wir sind entzückt, Sie zu sehen, meine Herren. Dürfen wir vielleicht jetzt erfahren, was uns den Vorzug Ihres nächtlichen Besuches verschafft, meine Herren? Königliche Hoheit werden sich vielleicht wundern, das heißt, nein, eigentlich ist es ja kein Wunder, aber ich meine, wenn auch
obschon immerhin, wenn man es von der anderen Seite betrachtet, Hoheit werden es ja selbst einsehen, nicht wahr? Aber das ist natürlich durchaus nicht persönlich zu nehmen. Es muss ja schließlich einmal gesagt werden, die Völker wollen es durchaus so haben. Oh. Und was sagt der Papa dazu? Seine Majestät ist bereits... Ich meine, der Ex-König ist bereits auf dem Wege nach dem Ausland. Alles schon unterschrieben, Abdankungsurkunde und so weiter, heute Nacht. Aha. Also, abdanken. Einen Augenblick, mein Herr. Verbinden Sie mich mit dem Schlafzimmer. Sherry? Cela me fait de la peine, mais je ne peux pas contre cela. Mon domestique t'accompagnera? Il faut que tu quittes le château tout de suite. Sherry. Au moment, je n'ai pas le temps, excuse-moi. Meine Herren, ich stehe schon wieder zur Verfügung. Ja, wo sind wir eigentlich stehen geblieben? Ach ja, abdanken. Ja, so eigentlich kann ich es den Völkern gar nicht übel nehmen. Wenn Hoheit die Güte haben wollte, das Dokument zu unterzeichnen, es ist alles aufgesetzt. Verzicht auf Thron und Kron. Wenn ich bitten darf. Recht leserlich, wenn ich bitten darf. Ein Augenblick. Wir, Karl Leopold, Michael, Maria, Heinrich, Albert, Ludwig, Ferdinand, Johannes, Herzog von Savona, Fürst von Iberien, Prinz von Arkadien, Marquis de Mortoria, Pilgrimage, Comte de Cunha, Kerner, etc., etc. Und was geschieht weiter mit uns? Ich wollte sagen, mit mir? Die Hoheit verlassen noch in dieser Stunde das Land. Sie begeben sich an die Adria. Um Aufenthaltserlaubnis haben wir bereits nachgesucht. Wohnsitz und alles Übrige wurde von hier aus bereits erledigt. Mit dem Verzicht auf Krone und Thron verzichten Hoheit auch auf alle Titel und Würden, die sie bisher innehatten. Bitte um Verzeihung, aber irgendeinen Namen muss ich doch schließlich noch haben, ne? Meier, Müller, Schulze, ja, ja, selbstverständlich, Hoheit. Hoheit wählen einfach einen der vielen Namen, die Sie hatten. Herzog von Savona, Fürst von Iberien, Prinz von Arkadien. Halt! Bleiben wir gleich bei A. Ich werde mich Prinz von Arkadien nennen. Der Name passt doch sehr gut auf unsere, meine veränderte Situation. Prinz von Arkadien? Ah, ich verstehe. Als ich noch Prinz war von Arkadien, lebte ich in Reichtum, Glanz und Pracht. Lea. Ganz richtig, Offenbach. Meine Herren, treten Sie näher. Meine Herren, zum Abschied möchte ich Ihnen noch ein paar Worte sagen. Ich danke Ihnen für alles, was Sie in der langen Zeit unserer Bekanntschaft für mich getan haben. Sie, verehrter Herr Kriegsminister, waren mein Lehrer
in allen militärgeschichtlichen Dingen. Verzeihen Sie, wenn ich Sie öfters geärgert habe. Ich weiß, ich war kein sehr aufmerksamer Schüler. Ob die Schlacht bei Salamis 449 oder 944 war, weiß ich bis heute noch nicht ganz genau. Aber jedenfalls, ich danke Ihnen für Ihre Mühe. Und ich werde mich Ihrer erinnern. Ich danke auch Ihnen, verehrter Herr Außenminister. Sie haben Ihr Möglichstes getan, um mir die Flottenpolitik Englands begreiflich zu machen. Ich habe das zwar nie ganz verstanden, aber die Anzugstoffe, die Sie mir aus England mitgebracht haben, waren ausgezeichnet. Ich werde mich Ihrer erinnern. Auch Sie, verehrter Herr Premierminister, und die übrigen Herren, waren so liebenswürdig, mich auf mein schweres Amt vorzubereiten. Wie Sie sehen, hat es sich gar nicht gelohnt. Jetzt ist es ohne dies mit allem vorbei. Regieren können Sie besser als ich. Und Grundsteine für Schwimmbäder legen oder Fahnen der Feuerwehr einweihen, also das kam bald ein Amt. Nehmen Sie trotzdem alle meinen innigst gefühlten Dank für all die Mühe und Plage, die Sie mit mir hatten, entgegen. Und seien Sie versichert, ich werde mich Ihrer erinnern. Prost, meine Herren! Ex. Steht die hohe Aufgabe zu, unseren gnädigen Herren das zu sein, was ihm ein Volk von Millionen bisher gewesen ist. Ich hoffe, ihr seid euch dessen bewusst. Alles vorbereiten, seine Hoheit ist bereits unterwegs, kann jeden Augenblick hier eintreffen. Verstanden? Bei uns auch, aber ausnahmsweise darf ich die Hupe benutzen. Ich bin nämlich... Vom Tonfilm, weiß schon, aber trotzdem verboten. Sie fahren in die Nebengasse, schalten die normale Hupe ein.
gegessen. Licht? Natürlich die Taschenlampe wieder vergessen. Gehupt hast du auch wieder wie irrsinnig. Komm doch endlich rauf. Zähl die Stufen. 34 sind es. Bin gleich soweit. Einen Augenblick. Wie du gestern weggegangen bist, war es mindestens schon 4 Uhr früh. Na, ich hatte schreckliche Angst, dass man dich sieht. Zieh dich aus. Warum redest du keinen Ton? Na, was ist denn heute los mit dir? Guten Abend. Ja, wie kommen Sie denn hier herein? Mit dem Schlüssel. Wie können Sie es wagen, hier raufzukommen? Sie sagten doch, ich soll heraufkommen. Ich habe gar nichts gesagt. Ich weiß gar nicht, warum Sie so böse sind. Ich wollte Ihnen doch nur die Schlüssel wieder heraufbringen. Ach ja, die Schlüssel. Sie sind Ihnen doch sicherlich nur zufällig heruntergefallen, nicht? Wenn ich jetzt bitten dürfte, uns wieder auf die Straße zu bringen, Madame. Wieso uns? Ach, verzeih mich. Ich meine natürlich mich auf die Straße zu bringen. Ich meine immer mich, wenn ich in der Mehrzahl spreche. Darf ich jetzt bitten, Madame? Jetzt hupt der Richtige. Was hupen Sie da mitten in der Nacht? Anzeige wegen Ruhestörung. Möcht wissen, wessen Ruhe hier gestört wird. Ruhe! Ruhestörung ist Ruhestörung. Dann zeigen Sie doch lieber selber an wegen Ruhestörung, wenn Sie so brüllen. Ruhe! Weiterfahrt! Ekelhafte.
Fort ist er. Wenn da nur kein Skandal herauskommt. Von meiner Seite aus nichts zu fürchten. Ich bin diskret. Ja, was denken Sie, wen ich erwartet habe? Ich wartete auf meinen Rechtsanwalt. Gnädig, Sie sind per Du mit Ihrem Rechtsanwalt. Jawohl. Ich kenne viele Leute, die mit ihren Rechtsanwälten per Du sind. Ja, ja. Zum Beispiel die Verwandten der Rechtsanwälte, nicht? Sagen Sie, wer sind Sie eigentlich? Wenn ich es Ihnen sage, werden Sie es ja doch nicht glauben. Ich habe Sie bestimmt schon mal gesehen. Ich kenne Sie von irgendwo. Ja? Na, dann ist ja alles in schönster Ordnung. So. Ach, Sie sind ja verrückt. Bitte gehen Sie. Aber. Ich kann Sie doch jetzt nicht allein lassen, nicht? Der andere ist weg. Verbitte mir solche Bemerkungen. Gehen Sie auf der Stelle. Pardon, madame. Adieu. Darf ich noch was sagen? Ja. Schade, dass ich kein Rechtsanwalt bin. Fürchten Sie sich vor Gewittern? Und wie? Ja, also ich für meinen Teil finde das Gewitter sehr angenehm. Es kühlt ab. Es war ohne dich schon sehr schwül hier. Guten Abend. Warum laufen Sie denn weg? Sie sagten doch, ich soll. Sie können mich doch jetzt nicht allein lassen. Ja, bitte, ich kann ja auch bleiben. Fühlen Sie doch, wie mein Herz klopft. Reden Sie doch, damit ich das Donner nicht höre. Ja, reden. Ja, was soll ich denn reden? Ja, schönes Wetter ist draußen. Stimmt ja auch nicht. Verzeihung, das war ich. Ich weiß, ich bin nicht sehr berühmt, aber ich dachte, vielleicht kann ich Sie ein wenig mit meinem Geklimper unterhalten. Ne? Na schön, klimpern Sie. Ich erwarte dich ja kaum, komm
ein großes Heimweh, und zwar nach dir. Das ist ein süßes Heimweh. Oh weh, wie wohl ist in mir. Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide. Doch ist das Leid um dich die schönste Freude. Lass mir mein kleines Heimweh nach deinem Mund, nach deinem Kuss, nach dir. Bitte, bitte, spielen Sie ruhig weiter. Ja, dann muss ich eben die ganze Nacht hierbleiben. Aber dann müssen Sie die ganze Nacht dort bleiben und Klavier spielen. Selbstverständlich. Dann werde ich die ganze Nacht hierbleiben und Klavier spielen. Jeden Tag gibt es eine Überraschung mit dem Wetter. Man weiß nie, woran man ist. Mitten im schönsten Sonnenschein, plötzlich ein Blitzschlag aus heiterem Himmel, man steht ahnungslos da und wird... Seine Hoheit zu sprechen. Seine Hoheit ist nicht für jedermann zu sprechen. Das passt ausgezeichnet. Das wird mir viel Arbeit ersparen. Wieso Ihnen? Weil ich die Aufgabe habe, seine Hoheit vor allen Belästigungen zu schützen. Dazu bin ich hier. Ihn zu belästigen? Ihn zu beschützen. Ich bin sein Flügeladjutant. Oh, lieber Flügel, sehr erfreut. Unterlassen Sie diese Späße, sagen Sie lieber, was Sie wollen und gehen Sie. Hören Sie. Weg. Riechen Sie mal. Ja, ich bin nämlich von der Geheimpolizei zur persönlichen Überwachung seiner Hoheit beauftragt. Ja, um Himmels Willen, gibt es Leute, die seiner Hoheit etwas antun wollen? Gibt es, lieber Flügel, gibt es. Und zwar sehr gefährliche Leute. Anarchisten? Ungefährlich. Nihilisten? Noch ungefährlicher. Ja, wer denn ist gefährlich? Frauen. Frauen? Jawohl, Frauen. Und die, die ich meine, die ist die gefährlichste von allen.
Kennen Sie den Namen Mary Mirana? Die Schauspielerin? Jawohl, sie lebt seit 3 Jahren hier in der Stadt. Sie wurde seinerzeit wegen Majestätsbeleidigung Landes verwiesen. Sie brennt nur darauf, sich revanchieren zu können. An den Prinzen? Selbstverständlich. Was wirst du jetzt von mir denken? Dass du die süßeste Frau bist, die mir je im Gewitter begegnete. Nein, wir dürfen uns nie wiedersehen. Ja, warum? Das, ich kann es dir nicht sagen. Und wenn uns ein glücklicher Zufall wieder einmal zusammenführen sollte? Dann bin ich für dich die fremdeste Frau der Welt. Versprich es mir. Du hast mich nie gesehen, nie gekannt und nie geküsst. Aber eines werde ich tun. Ich werde mich deiner erinnern. Thank you.
Sie suchen doch die Blumen, nicht? Jawohl. Hoheit, sind schon da? Ja, ich bin sogar schon eine ganze Weile da. Es ist wirklich schade, es war alles so wundervoll vorbereitet und nun... Gesang, Gesang, Blumen! Tausend Dank. Hoheit, bitte vielmals um Entschuldigung. Es ist gut, lieber Mölk, es ist gut. Also, das ist mein St. Helena. Hoheit, Sie sind zu schwarz. Es ist wirklich kein St. Helena. Na, ich bin ja auch kein Napoleon, ne? Das Programm für die nächsten Tage? Als erstes Galaempfang veranstaltet von den übrigen Fürstlichkeiten, stattfindend im großen Festsaal des Hotel Metropol, das ausschließlich von den hohen Herrschaften bewohnt wird, die hier im Exil leben. Sprechen Sie es ruhig aus. Ja. Die Patronanz des Abends hat ihre Königin Hoheit, die Ex-Königin Tante Margarete. Schwestern, Vettern und Basen, Neffen und Nichten, Schwäger und Schwägerinnen, Enkel und Enkelinnen. Ein neues Mitglied unserer weit verzweigten Familie tritt heute Abend in unseren Kreis. Der Prinz von Arkadien. Zufall, aber Hoheit dürfen unter gar keinen Umständen den Saal betreten. Hoheit, müssen die große Güte haben, dieses Haus sofort wieder zu verlassen. Sie können unmöglich seine Hoheit persönlich ansprechen. Warum nicht? Es betrifft ja seine Hoheit persönlich. Alles Persönliche wird von mir persönlich geordnet. Lieber Flügel, nehmen Sie es nicht persönlich. Aber seine Hoheit darf keine Sekunde länger hierbleiben. Wollen wir die Herren vielleicht erklären, warum ich keine Sekunde länger hierbleiben darf? Fatales Zusammentreffen, man muss jede Begegnung vermeiden. Ich habe gewarnt, die Frau ist zu allem fähig. Um Gottes Willen, sie ist hier im Haus? Jawohl, sie hat sich auf irgendeine Art und Weise hier eingeschlichen. Sie kann jeden Augenblick die Treppe herunterkommen. Seit 3 Jahren wartet sie darauf. Wer wartet seit 3 Jahren darauf, die Treppe herunterzukommen? Die Mirana-Hoheit, die Schauspielerin Mary Mirana. Mary Mirana? Kenne ich nicht. Wer ist das? Hoheit, belieben sich zu erinnern, Madame Mirana, die bekannte Schauspielerin, die Sie, Hoheit, beleidigt hat. Verzeihung, ich kann doch nicht alle Leute kennen, die mich beleidigt haben. Sie lebt seit 3 Jahren hier, landesverwiesen, und wartet nur darauf, Hoheit einmal zu begegnen. Von der Frau ist das Schlimmste zu befürchten. Insultation, Attackierung, Attentat. Na, so schlimm wird es nicht sein. Ich werde mich vor allen Dingen bei dieser Dame entschuldigen. Ich bitte Hoheit, untertänig davon abzusehen. Die Dame ist äußerst gefährlich, die ist sogar imstande und...
Madame, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Ich hörte soeben... Das hätte ich gestern Nacht wissen müssen, dass Sie der Prinz von Arkadien sind. Und wenn Sie es gewusst hätten, was wäre dann geschehen? Fragen Sie lieber, was dann nicht geschehen wäre. Und nun, da ich weiß, wer Sie sind, muss ich Ihnen sagen, ich bedauere die Situation, in die uns der Zufall gestern Nacht gebracht hat. Madame, ich wollte mich bei Ihnen nur entschuldigen wegen eines Vorfalls, bei dem ich eine sehr unangenehme Rolle in Ihrem Leben spielte, von dem ich aber bisher keine Ahnung hatte. Ansonsten weiß ich nicht, wovon Sie sprechen. Ich habe Sie nie gesehen, nie gekannt und nie Sie sind für mich die fremdeste Frau der Welt. Adieu, Madame. Nimm's nicht zu tragisch. Es ist uns schließlich allen passiert. Nicht der Rede wert, Königin Tante. Gestatte, dass ich dir meine Suite vorstelle, meine Hofdamen. Frau von Castella die Jüngere, Frau von Castella die Ältere. Mein Neffe. Herr von Mölke zu Mölke, mein Flügeladjutant. Frau von Castella die Ältere, Frau von Castella die... noch Ältere. Darf ich dich zum Walzer führen, Königin Tante? Gerne, mein Junge. Thank you.
Ja, wie kommen denn Sie hier? Durchs Fenster. Nein, ich meine auf die Insel. Ganz einfach. Mit dem Motorboot? Mit den Armen. Und da legen Sie sich ganz einfach in mein Bett? Natürlich. Ich kann doch nicht pudelnackt hier rumlaufen und mich erkälten, nicht? Prost. Prost. Darf ich jetzt den Grund erfahren, warum Sie sich hierher bemühten, Madame? Um Sie wiederzusehen. Sie wollten mich wiedersehen? Jawohl. Um Ihnen meine Meinung zu sagen. Ach so. Ja, bitte. Ich finde es gemein, wie Sie mich auf der Treppe stehen ließen. Das alles? Vorderhand ja. Dann darf ich wohl jetzt meinen Adjutanten bitten, Sie nach Hause zu bringen, Madame. Sie! Sie, kleiner Prinz! Sie! Was denken Sie eigentlich? Ihretwegen werde ich landesverwiesen? Meine Karriere ist vernichtet? Ich muss im Ausland leben? Da kommen Sie, schleichen sich in mein Leben und lassen mich auf der Treppe stehen? Sie! Sie, kleiner Prinz! Sie! 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 Darf ich jetzt meinen Adjutanten bitten, Sie nach Hause zu bringen, Madame? Sagen Sie, warum sind Sie eigentlich so ein Ekel? Sie behandeln mich wie die fremdeste Frau der Welt. Sie wünschten es doch so. Aber jetzt nicht mehr! Aber jetzt wünsche ich es. Warum? Warum? Ich kam nur zufälligerweise 5 Minuten früher als der andere. Welcher andere? Nur der andere, der Mann, der dreimal... Danke, nein. Ich wünsche nichts zu wissen. Ich bitte Sie jetzt, mich zu verlassen. In dieser Gegend scheint es Gewitter auf Bestellung zu geben. Na, gestern war es wieder nicht so unangenehm. Madame, ich bin natürlich kein Menschenfresser. Selbstverständlich können Sie so lange hier bleiben, bis der Regen aufgehört hat. Ich habe jetzt einen ganz guten Nebenverdienst. Ich schreibe meine Memoiren unter dem Titel König werden ist nicht schwer, König bleiben dagegen sehr. Ich verdiene jetzt auch nebenbei. Ich adoptiere jeden Monat einen Sohn. Habe schon 37 Söhne. Ich arbeite hier und da am Film. Jetzt zum Beispiel spiele ich einen Königssohn und werde von wilden Männern geraubt. Um Ihnen die Einsamkeit des Exils zu erleichtern,
wollen wir für unseren lieben Arkadien eine Frau suchen. Wir werden abstimmen. Diejenige, welche die meisten Stimmen auf sich vereinigt, wird seine Braut. Wir schreiten zur Wahl der Frau seiner Wahl. Ja? Hoheit, darf ich dringendst daran erinnern, dass Hoheit in spätestens einer halben Stunde bei ihrer königlichen Hoheit der Ex-Königin Tante zu erscheinen haben. Sofort, lieber Mölke, sofort. Ich habe nur noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Hoheit, kommen zu spät, das ist die höchste Zeit. Und wenn ich Hoheit dringend um Eile bitten dürfte. Pardon, und wenn ich das... Im Hause hat sich alles ruhig zu verhalten. Diese Räume hat niemand zu betreten, bis ich wiederkomme. Ich wiederhole, diejenige, welche die meisten Stimmen auf sich vereinigt, wird die Braut des Prinzen von Arkadien. Prinzessin Eleonora. Finde ich ein wenig zu trotzköpfig. Erzherzogin Mitzi Helene hat etwas zu viel Vergangenheit. Contess Victoria viel zu jung. Frau von Castella, die Ältere, scheint sich selbst gewählt zu haben. Markgraf Kasin. Plumper Chef. Ich finde es frivol, eine Herzensangelegenheit wie diese durch Koschonerien zu entwürdigen. Die Wahl ist hinfällig. Ich werde für unseren Arkadien eine Frau aussuchen, ohne euch. Lassen Sie mich mit meiner Nichte allein. Erröte, mein Kind. Was ich dir jetzt zu sagen habe, weiß noch niemand und soll auch vorläufig noch niemand erfahren. Du hast dich soeben mit dem Prinzen von Arkadien verlobt. Küsse mir die Hand, mein Kind. Sag, dass du glücklich bist, sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. Aber Königin Tante, ich weiß doch gar nicht, ob mir der Prinz gefallen wird. Ist auch nicht nötig, du heiratest ihn ja. Thank you.
hoffe, es wird mir vergönnt sein, dich glücklich zu machen, königliche Hoheit. Vielleicht wollen wir uns setzen. Ja, Gott sei Dank. Liebst du schlechtes Wetter? Nein, nicht immer, aber jetzt im Moment finde ich es ganz apart. So ein Dauerregen hat auch seine Reize. Du wohnst ganz allein in der weißen Villa? Eigentlich ja. Ich komme dich heute Nachmittag besuchen. Wenn du willst. Ja, das ist reizend von dir, königliche Hoheit, aber ich denke, bei diesem Wetter, bei diesem Regen heute, sollst du dich wirklich nicht bemühen. Ne? No, mich hätte es ja nicht geniert. Aber wenn du glaubst... Du kommst einmal, wenn der Regen aufgehört hat, ja? Solange es regnet, bin ich hier Gast. Verstanden? Wenn ich einmal läute, kommt der Diener. Wenn ich zweimal läute, kommt der Koch. Wenn ich dreimal läute, kommt der Gärtner. Wenn ich schreie, huhu, kommen Sie, Herr Flügeladjutant. Arrangieren Sie das. Wir werden gleich eine kleine Generalprobe abhalten. Guten Morgen. Darf ich mich erkundigen, wie Sie geschlafen haben, Madame? Danke, schlecht. Die Matratze war viel zu hart. Ah, das finde ich sehr bedauerlich. Allerdings ist mein Bett nicht auf Damenbesuche eingerichtet. Das will ich hoffen. Wie sagten Sie? Ich meine, es ist gut. Die Matratze kann so bleiben. Und wie finden Sie es sonst in unserem, ich wollte sagen, meinem Heim? Zauberhaft. Ich finde es herrlich hier. Man braucht sich nicht anzuziehen, nicht zu frisieren, nicht zu schminken, kann Krach schlagen, so viel man will. Und dann werde ich sogar hier meine Rolle studieren. Man darf wohl wieder auftreten? Natürlich. Jetzt kann ich ja wieder zurück. Jetzt gibt es bei uns ja auch keine Majestäten mehr, die leicht beleidigt sind. Apropos, worin bestand eigentlich damals Ihre Majestätsbeleidigung? Das wissen Sie auch nicht? Nein, ich habe keine Ahnung. Das Lied. Welches Lied? Ich habe doch ein Spottlied auf Sie gesungen. Ach, das Lied vom Prinzen von Arkadien. Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Meinen Sie das? Ja. Puh, das sehe ich doch selbst, wenn ich gut aufgelegt bin. Er singt es selbst und ich bin deshalb rausgeflogen. Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Das ist des jungen Prinzen ganze Tätigkeit. Er geht und sehnt sich heimlich nach Zivil, aber die Uniform wirkt bei Frauen enorm. Aufgepasst, ein Thron ist ein gar wackelig Ding, über Nacht ist's aus, God save the King. Hip, hip, hurra, hip, hip, hurra. Ja, ja, die Sonne von Arkadien, die brennt bekanntlich fürchterlich. Davon bekommt
Land Arkadien noch sicherlich den Sonnenstich. Kleiner Prinz, glaub mir das eine, jeder Schein drückt auch der deine. Befreie doch dein Land Arkadien einmal von deiner Gegenwart. Sonst bleibt dem armen Land Arkadien, sonst bleibt dem armen Land Arkadien in Zukunft wirklich nichts erspart. Bravo! Sie hätten Schauspieler werden sollen. Viel anderes war ich ja ohne dies nicht. Habe auch meine Rollen lernen müssen. Auch nachgesagt, was der Souffleur mir vorsprach. Auch freundlich dreingeschaut, wenn mir gar nicht so zumute war. Dafür haben Sie auch gute Kritiken bekommen. Was hat's mir schon genützt? Jetzt bin ich ja doch ohne Engagement. Sie denken wieder an unsere erste Begegnung, wieder an den Zufall, der uns zusammengeführt hat. Darf ich Ihnen sagen? Nein, es interessiert mich wirklich nicht, wer damals der Herr war, den Sie an meiner Stelle erwartet haben. Wissen, wen die Königin Tante für Arkadien ausgesucht hat. Ich glaube, sie weiß es selbst noch nicht. Jedenfalls will sie uns damit überraschen. Immerhin sind alle Ehen, die sie gestiftet hat, glückliche Ehen. Zum Beispiel deine. Wieso? Meine Frau ist mir doch nach 3 Monaten durchgebrannt. Na, ist das vielleicht kein Glück? Habt ihr Arkadien nicht gesehen? Nein, er ist bis jetzt noch nicht da gewesen. Na, ich weiß ja, warum er nicht da ist. Wenn ich erzählen würde... Was denn? Was denn? Wohnt ja förmlich bei ihm in der Villa. Ich kann so etwas nicht verstehen. Aber ihm scheint es ja zu passen. Aber mir passt es nicht.
mein Neffe zu Hause? Ja, seine Königliche Hoheit ist ausgegangen, aber ich glaube, ich hoffe, ich nehme... Ja. Na, dann werde ich eben warten. Ich fühle mich Mutter. Ich fühle mich Mutter. Ich fühle mich Mutter. Seine Mätresse. Lieben Sie den Prinzen? Na, neugierig sind Sie ja gar nicht. Sie werden den Prinzen aus Ihrem Herzen reißen. Gleich oder sofort? Es hat Zeit bis morgen Abend. Da verlobt sich nämlich mein Neffe, der Prinz. Mit wem? Mit einer seinesgleichen, selbstverständlich. Am Ende gar mit Ihnen. Auch solche Verbindungen sind in unseren Kreisen schon vorgekommen. Na wirklich, kann man gratulieren? Das können Sie auf alle Fälle. Die Braut ist aber eine andere. Wer denn? Meine Nichte, die Infantin. Infantin? Die kleine Infantin? Jawohl. Und der Prinz ist sehr glücklich. Entschuldige, dass ich mir eine Zigarette anzünde. Mir ist der Schreck in alle Glieder gefahren. Gib mir auch eine. Ich bin ganz erschlagen. Gibt's da wohl keinen, was zur Stärkung? Doch, dort in der Ecke. Bring gleich zwei Gläser für mich auf. Gut. Hast du etwas dagegen, wenn ich den Mantel ablege? Nein.
zwar nur im Nachthemd, aber schließlich sind wir doch so gut wie Mann und Frau. Übrigens, möchtest du mir nicht sagen, was du hier machst? Bei Nacht? In der Wohnung einer Dame? Na, hör mal. Eigentlich wäre es doch an mir zu fragen, was du hier machst, ne? Ich? Ich rücke doch jede Nacht heimlich aus. Allerdings gestern und vorgestern habe ich vergeblich unten gehupt. Du bist es, die jede Nacht zu mir kommt? Natürlich. Ich nehme doch Unterricht bei ihr. Ja, was denn für Unterricht? Schauspielunterricht. Ich will nämlich Schauspielerin werden. Ich muss dir ein Geständnis machen, lieber Arkadien. Mir aber nicht böse sein. Nein, nein. Weißt du, ich mache mir nämlich gar nichts aus einer Heirat. So. Du gefällst mir zwar ganz gut, aber ich möchte doch lieber zur Bühne gehen. Ja, da sind wir beide fein raus. Was? Du willst auch Schauspieler werden? Nein, aber mit Schauspielerei hat es immerhin etwas zu tun. Er kann doch keine Schauspielerin heiraten. Das ist doch klar. Entweder Schauspielerin sein oder heiraten. Aber beides, das ist zu viel Strafe für einen Mann. Also abgemacht. Sie treten zurück. Alles Übrige erledige ich mit dem Prinzen. Also abgemacht, du trittst zurück. Alles Übrige erledige ich mit der Ex-Königin Tante. Du wirst Schauspielerin. Pack deine Koffer, fahr nach Berlin. Ich habe dort gute Beziehungen zum Theater. Ich erledige alles telegrafisch. Gut. Und wenn die Monarchie wieder bei euch eingeführt wird, engagierst du mich als Hofschauspielerin? Bestimmt. Bist ein goldiger Kerl, Arkadien. Eigentlich hat die Mirana ein Riesenschwein, dass ich bei dir bleiben darf. Unseren lieben Arkadien die passende Braut gefunden habe. Die Braut entspricht seinem Ideal und ich hoffe, sie wird auch dem eurigen voll entsprechen. Aber auch wenn sie nicht euren Beifall finden sollte, teile ich euch mit, dass mein Entschluss durch nichts auf der Welt zu erschüttern ist. Sie wird seine Frau. Herr Direktor. Hoheit. Es wird in wenigen Minuten hier eine sehr aufgeregte Dame erscheinen. Lassen Sie sie ruhig herein. Sie kommt bestimmt, wenn ich mich nicht täuschen sollte. Sehr wohl, Hoheit. Es wird in wenigen Minuten hier eine sehr aufgeregte Dame erscheinen. Lassen Sie sie ruhig herein. Sie kommt bestimmt, wenn ich mich nicht täuschen sollte. Ich danke Ihnen sehr. Bitte etwas leiser, meine Herrschaften. Seit vielen Jahren spielten wir in einem Stück die Hauptrolle, das den Titel führte Monarchie.
Da kamen eines Nachts die Herren Minister und teilten uns mit, dass dieses Stück, das seit vielen hundert Jahren in unserem Land en suite gegeben wurde, plötzlich über Nacht vom Spielplan abgesetzt sei. Da tat es uns, ich möchte ab jetzt sagen, tat es mir unendlich leid um dieses alte Stück, mit dem wir so viel Erfolg hatten. Und ich wusste nicht, ob ich ein Stück finden werde, in dem es wieder eine so gute Rolle für mich gibt. Eine Rolle, die mir sozusagen auf den Leib geschrieben ist. Und ich muss Ihnen sagen, meine Herrschaften, dieses neue Stück, in dem ich nun spiele, gefällt mir auch ganz gut. Meine Rolle ist zwar nicht mehr so tragend wie früher, dafür aber kann ich mir jetzt meine Partnerin ganz selbstständig aussuchen. Denn die Frau, die mir die Ex-Königin Tante in ihrer unendlichen Güte zugedacht hat, will mich nicht, ich will sie nicht und deshalb fährt sie eben auf dem schnellsten Wege nach Berlin. Dank dieser völlig neuen Konstellation kann ich ausnahmsweise die Rolle meiner Partnerin mit einer Darstellerin besetzen, die mir früher meine hohe Direktion nie gestattet hätte, nämlich mit einer wirklichen Schauspielerin. Die Dame wird übrigens in wenigen Sekunden hier erscheinen. Sie kommt bestimmt, wenn ich mich nicht täuschen sollte. Ich habe mich nicht getäuscht. Eine Sekunde, Süße. Liebe Mölke, haben Sie vielleicht jetzt die Güte, etwas Kölnischwasser, kalte Umschläge und Riechsalze vorzubereiten? Ihre königliche Hoheit, die Ex-Königin Tante, wird in wenigen Sekunden in eine allerhöchste tiefe Ohnmacht fallen. Gestattet, dass ich euch eure zukünftige Schwägerin Base, Nichte, Enkelin Tante vorstelle. Jetzt, lieber Mölke, die kalten Umschläge. Die Prinzessin von Arkadien, meine Braut. Musik! Ich glaube, es gibt ein Gewitter. Wie immer im rechten Augenblick. Wir sind, das heißt ich, nein, doch wir sind sehr glücklich.